Live auf Facebook. Einen wunderschönen guten Morgen. Also ich sage erstmal Mahlzeit an Julian und einen wunderschönen guten Morgen an Dirk. Warum guten Morgen, kann uns Dirk am besten selbst erklären. Dirk, wo sitzt du denn gerade? Also, wir sitzen in Mexiko, in Playa del Carmen und es ist jetzt Ortszeit genau 6 Uhr morgens. Ja. Wann wäre denn dein normaler Aufstehtag heute an einem Samstag gewesen? Auch 6 Uhr morgens, weil ich muss früh um 6 aufstehen, erstmal meine Monster füttern und Tag vorbereiten und 7.30 Uhr ist eigentlich schon Pickup für die ersten Gäste. Ihr habt Gäste, also ihr seid, Mexiko, habe ich gehört, ist voll mit Gästen, voll im Einsatz. Als wenn nie was wäre. Als wenn nie was wäre nicht, aber man hat es schon gemerkt, aber unsere amerikanischen Gäste sind alle da. Das ist ja krass. Aber nicht nur die amerikanischen Gäste waren da, sondern auch Julian. Julian haben wir hier in der Runde als dritten Talk-Teilnehmer mit mir inklusive. Julian, ganz kurz, wer bist du, was machst du? Genau, also ich bin der Julian, ich arbeite bei Beluga Reisen und war jetzt letzte Woche beim Dirk zu Besuch und habe sehr viele Eindrücke mitgenommen und bin echt begeistert von dem Tauchen dort. Du warst letzte Woche in Mexiko und warst um 7.30 Uhr dann mit Dirk tauchen. Richtig, so ungefähr. Dann ganz kurz, wie war es denn in Mexiko? Also es war das erste Mal für mich jetzt in Mexiko direkt und Corona ist klar immer noch eine Sache vor Ort. Man hat auf jeden Fall Regularien mit Masken tragen etc. Aber vom Tauchen her bin ich echt begeistert. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Tauchen in Mexiko so gut ist. Und vor allem, dass die Notentauchen ist auf jeden Fall meine Top 3 Tauchgänge im Leben jetzt. Und das war echt atemberaubend. Also das kann ich echt nur jedem empfehlen. Atemberaubend muss ich leider an dieser Stelle unterstreichen. Zumindest ich sehe immer nur, ich für meinen Teil, Jungs, habe den Nachteil, im Vergleich zu euch, ich war noch nie in den Zenoten. Ich muss mir immer nur die Berichte anhören und die Bilder anschauen. Und da haut es mir auf Deutsch gesagt jedes Mal den Vogel raus, was man da wie erleben kann. Dirk, wo genau seid ihr denn, wenn man jetzt Mexiko auf der Weltkarte verortet? Also wo seid ihr denn da in Mexiko gelegen? Damit vielleicht. Also Mexiko, man muss sich so vorstellen, die Atlantikseite, Karibikseite. Dort in Playa del Carmen, das ist die Yucatan-Halbinsel. Flüge gehen in dem Fall immer nach Cancun. Und von Cancun sind es dann nochmal ungefähr 50 Kilometer mit dem Auto Richtung Süden. Und da sitzen wir dann in Playa del Carmen. Playa del Carmen ist an der karibischen Küste, so viel ich jetzt geografisch weiß. So schaut es aus. Man nennt es auch die Riviera Maya. Riviera Maya, das große, große, weltberühmte Tauchgebiet, genau. Genau. Kurze Frage an Julian, warst du in der Karibik tauchen oder nur in den Zenoten? Ich war auch in der Karibik tauchen. Ich habe dann auch den Bullshark-Tauchgang am Playa del Carmen mitgemacht und war noch auf Cozumel und habe dort im Nationalpark getaucht. Also Bullshark-Tauchgang, war da noch ein Bullshark-Tauchgang? Also wir sind ins Wasser und da unten sind wir schon geschwommen und wir hatten, glaube ich, 10 bis 14 Bullsharks und hatte ich so auch noch nicht. Ja, spannend sozusagen. Dirk, ihr bietet die Bullsharks jetzt mit an oder ist nicht so euer Programm? Also es ist nicht hundertprozentig unser Programm, aber für die Gäste bieten wir das natürlich auch mit an, ganz klar. Ja, es ist eben so, es ist auch ein bisschen jahreszeitbedingt. Es geht im November meistens los und letztes Jahr ging es bis März. Meistens ist eigentlich schon Ende Februar Schluss mit den Bullsharks. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt. Also Bullsharks ist wieder ein ganz anderes Thema. Da können wir uns wahrscheinlich auch nochmal 3 Tage lang unterhalten drüber. Aber jetzt kommen wir mal zu den Sachen Zenoten tauchen. Dirk, für meinen 3-jährigen Sohn, nein, für meine 14-jährige Tochter, was sind Zenoten? Also Zenoten sind, Zenote ist eigentlich die Verunglimpfung eines Maya-Wortes. Man muss das so sehen, die Maya haben haben eine eigene Sprache. Und diese eigene Sprache ist Japanischen, Chinesischen, dem Asiatischen sehr verwandt. Und dadurch sind sie natürlich sehr schwer zu sprechen. Und als die Spanier dann hier hingekommen sind, dann haben die Mayas über ein Zonot gesprochen. Also es wird geschrieben Bzonot, 2 Worte. Und heißt in der Übersetzung eigentlich nichts anderes als Quelle, Loch mit Wasser drin oder Brunnen. Ja, und da unsere spanischen Kollegen immer drum bitten am Lift-Pimp-Pimp, wurde aus Zonot, wurde dann ganz schnell Zenote.
und schwuppdiwupp sind das die Zenoten. So ist es einfach entstanden. Und einfach nur Löcher, also ich will es nicht verbrauchen. Ich falle euch immer ins Wort. Eine Höhle gewesen und die Decke ist eingestürzt. Das ist alles. Das ist alles, das ist eine Zenote. Und warum ist die Dichte von Zenoten in Mexiko so hoch, wie ich sie denke, dass sie so hoch ist? Also es ist so, dass wir hier das erstmal besteht ja die komplette Yucatan-Halbinsel aus Kalkstein. Es war ja eben ein ehemaliges Riesenkorallenriff. Und bedingt durch das Material sind die Bedingungen eben einfach am besten. Wir haben zwei Arten von Zenoten. Das eine sind richtige Sinkholes, also richtige tiefe Löcher, ewig tief. Und das zweite, was es gibt, sind wirklich diese Karsteinbrüche, so ähnlich. Man kennt es von Slowenien, da gibt es ja auch so Karstflüsse. Und so, hier ist es nichts anderes, nur dass hier eben die Bedingungen so gut waren, dass sich da riesige Unterwasserflussläufe gebildet haben. Na, wir haben hier in Mexiko das zweitgrößte Süßwasserreservoir der Welt. Durch die Zenoten bedingt und das fließt halt und höhlt den Kalkstein mehr raus. Ja, genau. Weiß man denn schon alles über die Zenoten und das Süßwassersystem oder ist es tatsächlich... Noch lange nicht. Zum einen muss man sagen, es ist schwer gefährdet, ganz stark gefährdet im Moment, dass es kaputt gemacht wird. Und warum? Zum anderen, es werden im Prinzip jeden Tag noch neue Zenoten gefunden, es werden neue Verbindungen gefunden, neue Zusammenhänge stellen sich raus. Also es ist noch lange nicht alles erforscht hier. Warum sind die Zenoten gefährdet? Ja, im Moment aktuell gibt es ein Riesenprojekt von einer Regierung, die bauen eine Zugtrasse. Und die sind der Meinung, es wird der Tren Maya wird gebaut. Und das ist eine Zuglinie, die einmal um Yucatan komplett rundherum führen soll. Und als sie dann das Projekt gestartet haben, haben sie plötzlich festgestellt, dass es ja hier in Mexiko auf der Yucatan-Halbinsel Zenoten gibt. Und dass dann da oben die Züge drüber wegfahren, die dann pro Waggon so um die 17 Tonnen wiegen und so weiter. Ja, und das sind natürlich Probleme. Und da hilft Beton. Das heißt, die Zenoten werden zu betoniert, unterm Strich. Ja, sie versucht, das irgendwie zu lösen, aber es wird schwierig, ne? Ja, vor allem, wenn es zusammenhängende Flusssysteme sind, was ich jetzt so aus meinem Verständnis heraus, ist es ja eine komische Geschichte. Lasst uns doch vielleicht von den düsteren Zukunftsperspektiven mal lieber auf die schöne Realität blicken und kommen. Dirk, du hast natürlich auch ein paar Bilder parat, wo du uns so ein bisschen was beschreiben kannst, was man denn in der Zenote erleben kann, beziehungsweise wie sowas überhaupt erstmal aussieht, von oben, von unten und mittendrin. Ja, also nehmen wir erst gleich, sagen wir einmal mal, wir gucken mal mitten rein. Oh wow, das sind genau so eine Sachen, wo ich sage, ich mag euch nicht mehr. Okay, was sehen wir hier? Wir sehen hier im Prinzip die Sicht aus einer Zenote. Man sieht oben die Wasseroberfläche, man sieht im Hintergrund die Mangroven, also da sind auch dann Mangroven drin. Ja, und das ist dieser Eingangsbereich, dieser Süßwasserbereich, wo man dann wirklich auch durchtauchen kann. Das ist so eine Zenote, so eine Karstzenote, also eine flache Zenote. Und man kann dann natürlich auch, ich muss jetzt einfach mal kurz blättern, falsche Richtung, Entschuldigung. Das geht jetzt alles ein bisschen schnell. Waren noch schlimme Bilder, die in der anderen Richtung waren. Dann kann man natürlich unsere Sinkholes, und das ist hier eins der Highlights für die Leute, die Zenote schon mal waren. Das ist The Pit. Das ist die tiefste Zenote, die für einen Sporttaucher betauchbar ist. Eine erforschte Tiefe von 198 Metern. Und mit unseren Sporttauchern gehen wir natürlich nicht auf 200 Meter, sondern mit unseren Sporttauchern werden wir uns so bis 30 Meter bewegen. Und das kann man jetzt hier sehen, unten, wenn man diesen Lichtstrahl nimmt, wo der Taucher ist, ganz da unten, das sind 30 Meter. Wenn man das jetzt wirklich mal runterbricht, sind noch 30 Meter Sicht. Nein, es sind über 100 Meter Sicht. Die Lampe geht bloß nicht so weit. Danke für die Belehrung. 100 Meter Sicht im glasklarsten Süßwasser. Sind Zenoten immer mit Süßwasser gefüllt? Nee, nur bis 10, 11 Meter und danach wird es Salzwasser. Und es ist auch wieder so eine physikalische Besonderheit, dieses Süßwasser, in dem wir tauchen, das ist mit Calciumcarbonat aufgesättigt. Das heißt, der Kalkstein wird ja zersetzt durch das Regenwasser, was ja mit Kohlendioxid im Prinzip mit Kohlensäure aufgesättigt ist. Und es entsteht ein Salz, das haben wir irgendwann mal in der 7. Klasse in Chemie gelernt. Wenn man eine Base und eine Säure zusammenschüttet, entsteht ein Salz. In unserem Fall entsteht Calciumcarbonat und das Wasser ist im Prinzip aufgesättigt mit Calciumcarbonat. Und dadurch ist die Dichte sehr, sehr gering. Also wenn wir jetzt einen Chemiker hier unter den Zuhörern haben, die werden jetzt gleich schreien, dann, wie das alles funktioniert. Also ich habe es nie verstanden, wir haben mehrere Leute schon versucht zu erklären. Auf jeden Fall ist es so, dass die Dichte vom Süßwasser extrem gering ist
für unsere Taucher, ich gehe hier mit einem 7 mm halbtrockenen Anzug rein und ich gehe bleifrei und gehe unten immer noch runter wie ein Stein. Und ab 11, ja, 12 ideales Tauchen für Anfänger, Wasser, ja. Salzwasser, ja. Weil das Süßwasser schwimmt oben auf dem Salzwasser wie Öl und Wasser, wenn man es aufeinander schüttet. Bring ich Julian mit ins Spiel. Wie war dein erster Tauchgang in der Zenote? Also ich war relativ leicht unterwegs. Ich bin nicht mit 0 Kilogramm ins Wasser gegangen. Ich glaube, ich hatte 4 Kilo im Endeffekt. Es war auf jeden Fall ein bisschen frischer als das Meer. Aber generell der Tauchgang, man konnte das gar nicht so wirklich verarbeiten, das Ganze. Die Tarierung hat ganz gut geklappt im Endeffekt, aber der erste Tauchgang, atemberaubend. Echt gut. Ich war gerade unterbrochen von meinem Sohn, der kam gerade rein und wollte mir ein Geschenk in die Hand drücken. Sorry an der Stelle. wurde es denn, nein, hat der erste Tauchgang bzw. die folgenden Tauchgänge, haben die deine Erwartungen erfüllt oder übertroffen? Oder mit welcher Einstellung bist du an die Tauchgänge in den Zenoten rangegangen? Also ich bin mit der Einstellung reingegangen, dass ich auch so ein bisschen Respekt hatte von dem Ganzen, weil das natürlich auch Tunnelsysteme sind und man nicht immer direkt hochgehen kann. Deswegen war ich so ein bisschen, so ein mulmiges Gefühl im Bauch gehabt, aber als ich dann da drin war, hat man eigentlich gar nicht mehr dran gedacht und hat eigentlich nur gestaunt, was man sehen kann, auch mit den Sichtweiten. Das ist einfach, hat man halt so noch nie gehabt. Und ja, also war echt ein super geniales Gefühl, da unter Wasser zu sein. Jetzt hat Julian gesagt, man kann nicht einfach auftauchen. Für wen sind denn die Zenotentauchgänge geeignet? Oder gibt es da verschiedene Zenoten für verschiedene Level? Na, also wenn man bei mir auf die Webseite schaut, dann sieht man in der Preisliste bestimmte Level. Das haben wir aber eigentlich nur kreiert, um den Aufwand, wie aufwendig ist es, diese Zenote zu erreichen, in bestimmte Klassen einzuteilen, um die Abrechnung klar zu machen, dass wir unterschiedliche Preise haben. Im Prinzip ist es so, man sollte als Taucher, ich sag mal so, mindestens 25 Tauchgänge mitbringen, also das heißt eine gewisse Grundtaucherfahrung. Man sollte als Taucher eine sehr gute Tarierung haben, ja. Und wenn das funktioniert, dann kann auch ein OBD locker Zenotentauchgänge machen. Also es muss nicht unbedingt zwingend ein AOBD sein und es muss auch nicht unbedingt zwingend ein Tieftauch-Specialty vorhanden sein oder irgendwelche andere Sachen. 25 Tauchgänge, sehr gute Tarierung und dann kannst du von der Sache her eigentlich losgehen. Ja, und wenn das 22 Tauchgänge sind, stirbt auch keiner. Ja. Sterben reden wir eh nicht. Ausgucken technisch, wie kalt, wie warm ist das Wasser in den Zenoten? Also wir haben ganzjährig zwischen 24 und 25 Grad im Süßwasser und im Salzwasser ist es 3 Grad wärmer. Das ist ja Badewannentauchen. Nee. Ach, du willst jetzt sagen, du ziehst ja gerne mal dein Trocki dazu an, oder? Das ist ja bei vielen Tauchern bei 24 Grad. Genau. So fängt es an. Jetzt hast du uns ein wunderschönes Bild hier eingeblendet. Was sehen wir denn da? Das sind die sogenannten, lass mich überlegen, Stalaktiten. In jedem Fall nicht. In dem Fall handelt es sich um eine ganz spezielle Zenote, und zwar um die Zenote Hell's Bells oder Zapote, wird sie genannt. Mhm. Übrigens, da gehen wir nachher auch gleich tauchen. Das ist heute auch ein Plan. Diese Formationen, die sehen ja aus wie Glocken, deswegen der Name der Zenote Hell's Bells, wird gebildet oder ist gebildet worden von Mikroorganismen. Und das Krasse an der ganzen Sache ist, die wachsen unter Wasser und die wachsen immer noch. Ist ein Riesenprojekt der Universität in Heidelberg. Die Heidelberger kommen anscheinend gern nach Mexiko ins warme Wasser zum Tauchen, um genau dieses Projekt zu betreuen, nicht wahr? Ja, das läuft gerade aus, das Projekt. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber ja. Was ist die Besonderheit an dem Bakterium? Also wie schnell wachsen die denn, dass man vielleicht mal einschätzen könnte, wie zeitlich lang die Teile da, die wir hier sehen, schon dort sind? Ich muss gleich mal suchen. Ich kann dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber ich muss ein anderes Foto suchen, dann kann ich da ein bisschen was dazu erzählen. Ich glaube, wir unterhalten uns kurz über was anderes. In der Zwischenzeit suche ich mal das Foto raus. Dann unterhalten wir uns kurz über was anderes. Julian, was kann ich denn noch alles außer Zenotentauchen erleben, wenn ich beispielsweise bei euch die Zenotentauchen, das Zenotentauchen buchen wollen würde? Beziehungsweise ab jetzt bitte der Werbeblock für Beluga-Reisen. Was bietet ihr denn an? Also was wir anbieten generell, jetzt meinst du außerhalb von Mexiko oder in Mexiko jetzt direkt? Wir lassen uns in Mexiko bleiben. Wir lassen uns in Mexiko bleiben. Also wie schon gesagt am Anfang, ich habe jetzt halt noch Playa del Carmen mitgemacht, wo man halt dann das Burschlagtauchen machen kann im Winter. Generell ist halt nicht so viel zu sehen in Playa del Carmen beim Tauchen, wenn wir jetzt außerhalb der Jahreszeit für die Burschlags sind. Und sonst kann man Cozumel echt gut machen. Cozumel kann man das ganze Jahr über gut tauchen.
Und ja, Nationalpark tauchen ist einfaches Tauchen. Die bieten dort drüben, glaube ich, 5 Tauchgänge am Tag an. Also eigentlich so wie auf einer Tauchsafari. Echt viele Tauchgänge. Und ja, das ist so eigentlich das, was man machen kann. Zusätzlich hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, ein bisschen Kultur mit reinzubringen. Das heißt, man hat noch Ausflüge zu den Maya-Tempeln zum Beispiel. Das können wir auch über Dirk anbieten. Der hat da echt einen guten Guide, der das Ganze macht. Und von daher gibt es da echt viele Möglichkeiten und echt viele verfassten, also ja, Möglichkeiten, die man halt dementsprechend dort anbieten kann. Wenn ich jetzt direkt auch wirklich ein Kombipaket bei euch buchen, wo ich sage, als Zenoten, ich persönlich, mir wäre es wahrscheinlich nie zu viel. 2 Wochen Zenoten tauchen und ich wäre immer noch nicht am Ende. Also, vor allen Dingen auch aus fotografischer Sicht, das ist ja natürlich ein absolutes Highlight und Goldstück. Ich könnte auch letztendlich als Otto-Normaltaucher, der irgendwann nicht mehr in die Höhle will oder nicht mehr durch den, da kommen wir gleich zur nächsten Frage, die mir einfällt an Dirk, der nicht mehr durch den Dschungel laufen will, auch Kombipakete bei euch mir abholen. Genau, wir würden das ganze Paket komplett machen, das heißt den Flug, dann den Transfer zu dem Hotel, dann organisieren mit Dirk das Ganze, was der Transfer die Kunden abholt, direkt am Hotel zu den Zenoten bringt, den Ausflug bucht zu den Maya-Tempeln. Das ist dann alles im Paket mit drin. Auch die Fähre rein theoretisch rüber nach Cozumel, die machen wir auch mit rein. Also ein ganzes Paket, wo man sich um nichts kümmern muss. Jetzt ganz kurz, Pi mal Daumen, Preis, Kombipaket. Für 2 Wochen Kombipaket würde ich sagen, liegt man so bei, kommt man auf die Talking gemacht, aber so zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Ja, schön. Klingt für mich, für das Erlebnis, was ich da kriege. Genau. Alle Fälle finanzierbar. Ja, lohnt sich. So, jetzt kommen wir zurück zu Dirk. Du hattest jetzt genug Zeit, mein Lieber. bei mir stellt sich, ist jetzt gerade noch eine Frage aufgekommen. Wie komme ich denn, beziehungsweise die Zenoten, die liegen ja nur nicht am Straßenrand, denke ich mal. Also bestimmt einige schon denken, ja, Julian nickt wahrscheinlich, das heißt, es gibt eine Straße hin. Ich war jetzt mehr so den naturromantischen, der naturromantischen Idee verlegen, wir schleppen unsere Tauchausrüstung eine halbe Stunde lang durch Dschungel mit Äffchen, die uns an der Seite begleiten und sowas. Wie ist denn die Logistik auf also dem Weg? Die Zenoten für unsere Sporttaucher, die sind eigentlich völlig komplett ausgebaut. Dort gibt es im Prinzip eigentlich fast nichts mehr, was nicht vorhanden ist. Es ist Toilette vorhanden, in manchen Zenoten haben wir auch noch einen Souvenirshop, einen T-Shirt-Shop. Es sitzt in der Zenote des Ochos sitzt den halben Tag der Fotograf unten am Eingang und wartet darauf, dass die Taucher alle vorbeischwimmen und macht noch Fotos, die man danach noch haben kann. Also es ist ausgebaut. Es gibt natürlich auch das ganze Gegenteil. Das tauchen wir natürlich auch. Wir fahren auch zu Zenoten, wo nicht jeder tauchen geht. Die so ein bisschen Geheimtipps sind. Ich habe für 1, 2 Zenoten sogar einen Schlüssel, wo der Besitzer mir einen Schlüssel gegeben hat, damit man da rankommt. Also es ist nicht, es gibt diese großen, ich nenne sie einfach die großen Public-Zenoten, wo im Prinzip jeder tauchen geht. Es ist ja so, dass fast jeder Tauchshop hier in Playa auch Zenotentauchen anbietet, auf die eine oder andere Weise. Und wenn man da reinläuft und sagt, ich will Zenotentauchen, dann landet man zu 99% am ersten Tag entweder in Dos Ojos, in Chacmol oder in Tajimaja. Ja. Eine typische Touristenfahrt, der halt so gelegt ist, wenn man das so mitnehmen will, denke ich mal. Das ist bei uns nichts anderes. Also ich gehe auch den ersten Tag, wenn ich einen Taucher neu noch nicht kenne, wenn ich weiß, wie der taucht, gehe ich in so eine Einsteigerzenote, nenne ich die. Das sind bei uns, wenn man bei uns auf die Preisliste dann drauf schaut, Klasse A und B. Ja, damit wir erstmal schauen können, A, wie gefällt es dem Taucher selber? B, wie kommt er mit dem Environment überhaupt zurecht? Ja, und dann... An dieser Stelle gibt es für mich nichts Schöneres, als einen Checkdive in der Zenote zu machen. Also ich habe da schon ganz andere Checkdives erleben müssen. Genau so schaut es aus. Ja, fände ich klasse an der Stelle. Und du sagst, es gibt letztendlich auch Zenoten, wo nicht jeder hinkommt. Ist das dann exklusiv? Also wo du sagen kannst, pass auf, die Zenote ist exklusiver, die kannst du bei uns buchen und kriegst sie woanders nicht. Naja, also prinzipiell kann man sie schon überall bekommen, nur es fährt halt nicht jeder hin, weil eben auch der Aufwand hinzukommen nicht ganz so einfach ist. Man muss dann wirklich mit dem Auto eine ganze Weile durch den Dschungel fahren. Ja, unsere Königsdisziplin, die weiteste, die ich habe, das sind 45 Minuten Dirt Road, wo wir wirklich mit dem 4x4 reinfahren müssen, um hinzukommen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach dann. Ne? Und die meisten machen sich es einfach schnell verdientes Geld, alle Mann nach Dos Ojos. Gut, schnell verdientes Geld macht natürlich jeder gern. Ist auch gar nicht verwerflich, weil irgendwie müssen die Leute ja an der Existenz bzw. Geld bekommen. Jetzt aber Switch weg, Cut, Switch zurück zu der Biologie bzw. zu diesem Bakterium, was seit vielen Jahren, jawohl.
Okay. Noch so ein Bild, wo ich sage, danke. Das ist eine Heilsbells-Zenote. Da schulde ich dir übrigens noch einen Beitrag für die Tauchen, ja, oder für die Unterwasser. Das hatte ich dir eigentlich jetzt verboten. Mittler, ist eh alles eins. Ja, du schuldest mir noch was. Vielleicht ein Tauchen, okay. Also hier kann man schön sehen, die Zenote, in der Zenote befindet sich dann auch noch eine Schwefelwasserstoffschicht oder ja, eigentlich ist es schon fast schweflige Säure. Und zwar entsteht die durch Zerfallsprodukte von den Pflanzen. Und unser Bakterium braucht genau diese Schicht. Also es braucht die Schicht Süßwasser oben, dann kommt diese Schwefelwasserstoffschicht und unten drunter ist die Salzwasserschicht. Und je nachdem, wie die Bedingungen sind, ob es da Licht gibt, ob es da Druck gibt, ob der pH-Wert eine bestimmte Größe hat, macht dieses Bakterium was. Und in dem Fall fängt es eben an, diese Formationen zu bauen. Und das hier ist unter anderem die Größte, die ist ungefähr so groß wie eine Kirchturmglocke. Und jetzt muss ich noch mal kurz blättern. Hier kann man sehen, wie das dann im Ganzen ausschaut. Und das Björn, warst du auch dort? Da war ich nicht, nein. Ich hatte nur einen Tag und habe 2 Tauchgänge gemacht. So weit war ich noch nicht. So, und die Theorie war am Anfang, dass die Bakterien diese, oder die, es sind keine Bakterien, es ist ein Zwischending zwischen Bakterium und Virus, also ich nenne es mal Mikroorganismus. Wir haben am Anfang gedacht, dass dieser Mikroorganismus die Glocken in der letzten Eiszeit gebaut hat. Das heißt, der Wasserspiegel ist ja in der letzten Eiszeit dort hier in den Zenoten ungefähr 15 Meter niedriger gewesen, 15 bis 30 Meter niedriger gewesen und hat natürlich geschwankt über Jahre. Und wir haben immer gedacht, der Wasserspiegel ist ein bisschen hochgegangen, die Bakterie hat einen Kringel gebaut, der Wasserspiegel ist 2-3 Millimeter runtergegangen, wieder hochgegangen, nächster Kringel und so weiter. Und so hat sich praktisch diese Glockenform gebildet. Und dann haben wir in der Zenote bei einem Tauchgang diesen Baumstamm entdeckt. Und da kann man schön sehen, an der Seite ganz unten in der Mitte rechts, ein Babybell. Ja, eine kleine Glocke und auch die Ansätze von den Glocken. Und wir haben diesen Baumstamm mal Radiokarbon datiert und haben festgestellt, der ist 4000 Jahre alt. Und vor 4000 Jahren war die Zenote schon wassergefüllt. Also das Ganze ist das war dann ist der Punkt, wo die Biologen ins Spiel kamen. Und dann haben sie die Biologen dazu geholt, zu den Geologen. Und haben herausgefunden, dass praktisch dieses Bakterium immer noch am Bauen ist. Und die haben dann immer mal so 50 Jahre, wo es ein bisschen schneller geht. Und 50 Jahre, wo es ein bisschen langsamer geht. Und 50 Jahre, wo es ein bisschen schneller geht. Ja, im Moment sind sie sehr aktiv. Ich habe im März nochmal Wasserproben nach Deutschland geschickt. Und da wurde mir mitgeteilt, im Moment ist das Bakterium sehr aktiv und baut. Ja. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder nicht, das mag ich jetzt dahin zu stellen, wenn wir jetzt bedenken, in welcher Klimawandelphase wir jetzt drin sind und die besonders schnell sind. Gut. Dann aber man muss sagen, guck mal, der Baumstamm ist 4000 Jahre alt, also da kannst du dir ungefähr ein Bild machen, wie schnell die wachsen, also das dauert schon ein Stück. Ja, ja. Vor allen Dingen diese riesen Kirche, also das Bild von der Vorgehen, kannst du vielleicht nochmal zurück in, ja, lass uns mal die Übersicht nehmen, das mit den, weiter noch in die andere Richtung, also nach rechts von dir aus. Nach rechts. Ja, und noch eins? Das war nach links wahrscheinlich. Ah, naja, mein Rechts-Links-Schwäche ist mittlerweile jetzt so bekannt. Das hier meinst du? Genau, das. Also wenn ich dann bedenke, wie lang... Alter Schwede. Also sehr alter Schwede in dem Sinne. Hier kann man es auch schön sehen, wenn man von oben nach unten schaut. Von oben sind sie kleiner und je weiter man runterkommt, desto größer werden die dann. Ne? Unglaublich. Also das ist wirklich eine ganz spezielle Sache. Es gibt natürlich wahrscheinlich auch noch ein paar andere... Zeig uns doch mal so eine Zenote von außen. Also wir kommen jetzt, Jungs, an dieser Stelle noch, wir kommen jetzt langsam in die letzten 5 Minuten unserer Talkphase. Alles, was ich bisher noch nicht erfragt habe, müsstet ihr jetzt so ganz dezent in euren mit einfließen lassen. Falls euch noch was einfällt, was unbedingt wissenswert wäre. Aber jetzt tatsächlich für mich nochmal als Überblick, weil das auch immer relativ interessant ist, zumindest von den Bildern her, die ich kenne, wo so eine Zenoten oder wie so eine Zenoten von oben überhaupt aussehen, beziehungsweise wenn man da ankommt, wie sich diese Löcher auftun und was dann eigentlich dann sich darunter verbirgt, ist ja, das haben wir jetzt teilweise gesehen, einfach nur der Hammer. Julian, bei mir ist öfter der Mund offen geblieben jetzt, also von daher, ich denke mal, bei dir war es wahrscheinlich bei deinen 2 Tauchgängen. Bei mir war es genauso, also ich war echt erstaunt, wie sowas überhaupt gibt und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, das ist ein anderes Tauchen und wenn man eigentlich schon so weit alles gesehen hat unter Wasser, das ist komplett anders. Okay, bist du an die Zenoten reingekommen? Wie bist du dort gelandet, wo du jetzt sitzt? Ist eine etwas längere Story. Ich habe 8 Jahre beim großen deutschen Kreuzfahrtanbieter gearbeitet,
mit so großen bunten Buchstaben. Und bin in diesem Zuge auch natürlich nach Cozumel gekommen und bin dann irgendwann doch mal in den Zenoten gelandet. Im Vorfeld, bevor ich bei diesem großen deutschen Kreuzfahrtanbieter gearbeitet habe, habe ich natürlich schon Kontakt gehabt zum Höhlentauchen, habe dann damals in Florida meine Höhlentauchausbildung gemacht bis zum Instruktor und bin dann irgendwie in den Zenoten gelandet und habe mir gedacht, das ist doch auch mal was und bin dann da irgendwie hängen geblieben. So ist es entstanden. Eigentlich eine relativ kurze Geschichte. Ja, ich habe es kurz gefasst. Das ist, es geht auch ausgehen. Achso, ich habe noch Umwege, genau. Gut, dann lass uns von der kurzen Lebensgeschichte mal auf die lange Lebensgeschichte dieser Zenote da zurückzukommen. Und da sieht man schon, dass es ein bisschen aussieht wie ein Flusslauf, oder? Oder täusche ich mich? Du findest in Mexiko oder in Yucatan eigentlich keine Flussläufe, sondern die fließen ja unterirdisch. Und es gibt halt das größte Unterwasserhöhlensystem der Welt, das sogenannte Sacatún-System. Wir haben da ungefähr 380 Kilometer Höhle. Das ist das größte Höhlensystem der Welt. Und ungefähr 380 Kilometer sind erforscht. Und was wir hier jetzt sehen, ist das letzte Stück, im Prinzip die Mündung vom Sacatún-System ins Meer, nennt sich Casa Cenote. Und in dieser Casa Cenote, ist ein riesen Mangrovengebiet, da sieht es natürlich so ein bisschen aus wie ein Flusslauf. Und es endet im Prinzip, man sieht dort die Straße, geht dann unter der Straße durch und mündet dann unten ins Meer, da wo der Bootsanleger ist. Ja. Also das ist jetzt letztendlich die Mündung, gibt es noch welche mitten im Dschungel? Also so wie ich es mir vorstelle. Genau so ein Bild. Auf dieses Bild habe ich gewartet. Genau das. Sind das Seerosen? Wenn man von außen kommt. Es gibt verschiedene, aber das ist eigentlich ein Bild, das sagt eigentlich fast alles. Das ist definitiv, ja. Also, aber man muss halt an der Stelle auch sagen, ich denke mal auch durch den Einfluss der amerikanischen Besucher und Gäste ist halt wirklich alles rein infrastrukturell wirklich sehr, sehr gut ausgebaut, wenn ich das jetzt so sehe, oder? Ja, das ist also wirklich völlig ausgebaut. Man sieht das hier sehr schön. Die haben in die Zenoten, also die Zenoten, die public benutzt werden, wo Gästebetrieb ist, gibt es meistens eine Plattform mit einem Einstieg ins Wasser. Das heißt, es ist relativ bequem. Wir haben auch schon Handicap-Taucher dabei gehabt, die das machen konnten. Man muss es im Vorfeld einfach bloß wissen, weil ich sage eigentlich immer, es sollte möglich sein, das Gerät am Rücken runter in die Zenote zu tragen und wieder hoch, weil man muss ja immer mal davon ausgehen, es ist irgendwas und dann wäre es natürlich dumm, wenn man nicht wieder rauskommt. Ne? Das ist übrigens richtig. So, das nicht wieder rauskommen, nehme ich jetzt als leider aus dem Wasser kommen, also nicht aus dem Loch wieder rauskommen. Also das ist so, für unsere Sporttaucher möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Genau. Für unsere Sporttaucher ist es so, dass wir eine maximale Eindringdistanz in die Höhle bis zur nächsten Stelle, wo man auftauchen kann, von 60 Metern haben. Das heißt, die ganzen Tauchgänge spielen sich zum größten Teil im 10-Meter-Bereich ab. Das sind alle flach. Und wenn irgendwas ist, ich kann mir den Taucher schnappen und habe den eine Minute später an der nächsten Oberfläche. Also es ist wirklich easy. Die maximale Eindringdistanz, ich sage maximal, weil wir sind meistens weniger, also meistens sind das 20, 30 Meter von der nächsten Stelle, wo man auftauchen kann, weg. Ja, und der Gast merkt es eigentlich gar nicht. Für den Gast ist es, ich sag mal, Höhlentauchen, aber im Prinzip ist das wirklich die maximale Eindringdistanz, sind 60 Meter. Man kann während des gesamten Tauchgangs immer irgendwo ein bisschen Tageslicht sehen. Das kann aber natürlich unter Umständen so wenig sein, dass man mal die Lampe zuhalten muss, sich einen kleinen Moment die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen muss, dann kann man es sehen. Also es wird nicht nur dunkel, es wird auch finster. Und man hat auch einen Deckel über dem Kopf. Also es ist nicht so, dass wenn man in den Aufzug reinsteigt und da sind noch 10 andere Leute drin und man kriegt da ein Problem, dann sollte man das vielleicht nicht machen. Aber ansonsten ist es wirklich ganz easy. Die Tunnel, die wir mit Sporttauchern betauchen, sind auch groß. Also man krabbelt da nicht durch irgendwelche Engstellen durch oder muss sich da irgendwo durchzwängen. Sondern es ist eigentlich so groß, ich könnte theoretisch sogar noch unser Auto mitnehmen. Also es ist ein riesiger Tunnel. Also damit haben wir jetzt schon mal jegliche Ängste genommen für leicht ängstliche Taucher. Auf der anderen Seite, es gibt trotz alledem auch anspruchsvolle, jetzt für die anspruchsvolle Segmentierung unserer Taucher, die sagen, oh, ist mir viel zu einfach. Leute, es gibt auch andere Zenoten, die da definitiv mit im Spiel sind beim Dirk. Ich sage jetzt, Dirk, ich muss es leider sagen, beim Blick auf die Uhr, kurze Werbung. Dirk, wenn man mehr über euch wissen will, wo findet man das? www.zenote-diving.com oder noch einfacher www.diving.de. Ja, das ist ganz einfach. Perfekt. So, Julian, wenn man die Reise bei Dirk buchen will, wie schaut's aus? Dann über uns einfach anfragen, einfach auf der Webseite belugareisen.de
oder uns eine E-Mail schreiben unter der info@belugareisen.de und dann machen wir euch gerne ein Angebot fertig und kann euch garantieren, dass der Dirk euch die Zenoten auch so zeigt, damit ihr da auch nicht mehr raus wollt. Auf der anderen Seite genau, Beluga-Reisen sind übrigens auch auf hier auf der Digital Wassersport Digital vertreten. Da könnt ihr jetzt noch das Wochenende kurz mal anklicken. Genau. Dirk werde heute nicht mehr rankriegen, weil Dirk muss jetzt arbeiten gehen. es gibt, glaube ich, Schlimmeres, was er jetzt machen müsste. Arbeit ist auch irgendwann Arbeit, selbst wenn es Zenotentauchen ist. Dirk, ich freue mich auf einen neuerlichen Kontakt und eine Geschichte, die demnächst mal gezeigt wird bei uns. Und irgendwann kündige ich euch an, dass ich definitiv leider auch mal da aufschlagen muss, weil es geht nicht. Es geht ja, wir hatten das Thema, vorgestern gerade erst, weil ich habe nämlich gerade eine gute Bekannte von dir hier. Ah, so, auch noch. Ja. Dann bestell liebe Grüße an die gute Bekannte. Genießt die Zeit dort. Und ich sage an dieser Stelle lieben herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, Facebook hat jetzt mitgespielt und hat das Ganze mit aufgezeichnet. Wenn nicht, findet ihr das auch noch auf YouTube. So, Jungs, ich wünsche euch einen schönen Arbeits- und einen schönen Wochenendtag, wie dem auch sei, und sage nochmal kurzes herzliches Dankeschön, Grüße nach Mexiko, Grüße nach Göttingen. Dankeschön. Und in diesem Sinn, gern bald wieder. Mach's gut, ciao, ciao. Ciao, Dirk.